Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Hardlife, meinem Singleplayer-Let's-Play-Projekt im Hardcore-Modus. Wie gesagt, wenn ich sterben sollte, ne, kennt ihr ja, dann ist das Projekt vorbei. Wir haben im letzten Mal wieder nach Hause gefunden, ich habe mir die Koordinaten noch vorher aufgeschrieben. Den Timmermod habe ich jetzt noch nicht installiert, weil ich die Folge direkt nach der Folge darauf, also ne, vor der vorherigen Folge aufnehme. Das waren für mich jetzt so 5 Minuten, für euch waren es vielleicht ein Tag oder mehrere Tage. Nach der Folge werde ich den auf jeden Fall reinmachen, weil... Ja, ihr seht ja ringsum unser Problem, dass der Wald, die Bäume. Wir waren gerade dabei, unser Weizenfeld mal so ein bisschen, ja, erstmal die Grundfläche zu machen. Oh, das ist noch ein Hase. Hi. Ja, dich hole ich mir auch irgendwann noch. So, da hinten ist das Schwein drin, das wir im letzten Part noch gefangen haben. Das wollte ich mir auf jeden Fall mal aufheben, weil wir auch Schweine brauchen, auf jeden Fall. Ich wollte... da ist noch ein Schwein. Oh, das ist gut. Das ist gut. Schwein, kannst du mal stehen bleiben? Genau. Bleib du mal stehen. Warte mal. Bleib mal da. Genau. Beweg dich mal nicht. Beweg dich nicht. Beweg dich nicht. Bleib. Bleib, 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 bleib. Bleib, 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 bleib. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ha! Mein zweites Schwein. Tja, so fängt man heutzutage in Minecraft Schweine. Wer das noch nicht weiß, das ist heutzutage... Warte mal. Ging es da irgendwo runter? Habe ich mich drunter gebaut? Oh, aber das hier, das könnten wir uns mal merken. Das könnten wir uns echt mal merken, wenn wir hier später mal rein wollen in eine Höhle. So, ich merke mir das mal. Und hier auch auf jeden Fall. Nicht, dass da irgendwann mal ein Creeper explodiert und das Schwein haut dann ab. So, Fackeln haben wir immer noch. So, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Ich will mich heute größtenteils mit der Weizenfarm beschäftigen. Die Grundfläche. Ja, reicht das erstmal für den Anfang oder sollen wir hier neben noch was machen? Das ist jetzt die Frage. Wir haben noch ein bisschen was. Ich würde sagen, die beiden Bahnen machen wir hier noch. So, Moment. Zack, zack. So, der Hase muss jetzt aber leider verschwinden, weil der hat da nichts zu suchen eigentlich. Jetzt brauche ich noch Zäune. Zäune mache ich mir schnell drinne. Es tut mir leid, aber du störst leider. Du störst leider, du hättest nur gestört. Du hast es für einen guten Zweck getan. So, oh, 57. Eisen hört sich gut an. Was haben wir da noch drin? Rohes Rindfleisch, nee, Steak. Gold haben wir noch irgendwo da und da haben wir gar nichts mehr gehabt. So, dann machen wir mal... Was wollte ich denn jetzt machen? Genau, Zäune wollte ich machen. Haben wir noch irgendwo Zäune übrig? Wow, ein Fichtenholzzaun, bloß nicht so viel. Eine Enderperle, 9 Kürbisse, Glowstone. Nein, muss ich mir gerade mal welche machen. Ich habe so viel Scheiß im Inventar. Ich muss mal irgendwann offscreen, muss ich mal hier so sortieren. So. Dann wollen wir mal nochmal ein bisschen Fichtenholz. So. Wie macht man denn jetzt nochmal Zäune? Wie war das? War das in der Mitte Sticks? Natürlich, ich habe doch hier irgendwo Sticks gehabt, oder nicht? Bin ich blöd? Da. War das nicht so? In der Mitte Sticks, außenrum Blöcke. War das so? Ja. Das war so. Das heißt, wir tun die Sticks hier einfach mal in die Mitte. Und die verteilen wir hier rum. Und dann haben wir 16 Zäune. Moment, da kriegen wir noch mehr raus. Lass das nochmal wegmachen. So. Kriegen wir nochmal 2 Zäune mehr. Und dann, ja, ist das nicht besonders viel. Aber vielleicht reichen ja 22 Stück erstmal für den Anfang. Ich guck mal. Mein PC ist gerade ganz schön laut. Warum eigentlich? So. Dann holzen wir... Ja, fangen wir mal... Du schon wieder. Der Enderman schon wieder. Müssen wir jetzt aufpassen. Nein, du gehst nicht zu den Schweinen. Das sind meine. Hör auf damit. Ich habe da extra Namen drauf geschrieben. Bei HSPLP. Ne? Also, nimm dich zurück. So. Ich würde sagen, wir fangen hier an mit der Begrenzung, mit der Abzäunung. Es muss ja nicht... Es muss ja jetzt erstmal für den Anfang nicht so ein großes Weizenfeld sein. Erstmal ein kleineres. Jetzt fehlen mir natürlich wieder ein paar Zäune. Das ist natürlich wieder ganz schlau. Dann holzen wir einfach nochmal. Wir haben ja hier die Bäume um uns herum. Das soll ja nicht das Problem sein. Dass dann hier hinterher wieder was fehlt. So. Zack. Haben wir da schon mal wieder ein bisschen Holz. Falt mal zusammen. Fall mal in dich zusammen. Und dann verholzen wir einfach nochmal den Baum hier ab. Der steht da schon ganz günstig. Das ist natürlich schlau, warum baue ich mich nicht auf... Naja, egal. So, hoch hier. Vorsicht, irgendwo habe ich noch ein Skelett gehört. Wenn ich das jetzt abschieße, ne, dann hat er aber... im wahrsten Sinne des Wortes den Vogel abgeschossen. Mhm.
der Vogel. So, jetzt müssten wir aber locker genug haben, damit wir uns noch ein paar Zäune machen können. Aber einfach so, 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 ein paar Sticks. Ich hab nichts gesagt, alles gut. 3, 1, 2, ah ne, warte. 5, 6, ich mache mir gleich mal ein paar mehr einfach, ist ja nicht schlimm. Wie viel haben wir? 18 Stück, reicht auf jeden Fall locker. Ich brauche auf jeden Fall, halt. Bevor ich weitermache, gehe ich erstmal ins Bett. HSPLP hat den Erfolg, fang an zu ackern. Das hatte ich noch im letzten Part, als ich meine Feldhacke erstellt habe. So. Jetzt, pass auf, machen wir hier einmal zu. So. Soll ich das am besten zwei hoch machen? Nee, oder? Da kommt doch niemand rein, oder? Nein, da kann niemand reinkommen. Um ganz sicher zu gehen, mache ich das hier jetzt noch weg. Warte, das hier. Und die beiden hier auch noch. Dann kann hier aber absolut nichts passieren. Die Erde noch mit rein. So, jetzt überlege ich mal, wo kommt denn das Wasserloch hin? Wollen wir das hier so in der Mitte machen, das viereckige? Oder wollen wir hier eine Reihe Wasser, dann Weizen, dann wieder eine Reihe Wasser? Da bin ich jetzt am Überlegen. Ich mache das einfach mal so, wie ich das für gut halte. Ob das denn gut ist, weiß ich nicht. Wir können das ja dann immer noch verkleiden mit ein bisschen mit Pflasterstein, Wassereimer. Ich brauche mal ein unendliches Wasserloch. Ich hoffe, ich hau hier jetzt nichts weg. Nein, alles gut. Bis jetzt. Muss hier oben noch weg. Das ist nur provisorisch, das bleibt natürlich nicht so. So, Eisen. Ja, da können wir uns ein paar Eimer herstellen. So, wie viel machen wir denn? Fünf Stück. Ist zwar zu viel, aber Hauptsache du hast fünf Stück. Jetzt brauchen wir aber ein bisschen Platz. Also, Pfeile brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Oh, ich habe schon eine Feldhacke? Oh, ich hatte schon eine. Naja, egal. Packe ich die da rein. Das. Ich muss, wie gesagt, mal irgendwann mir... Ich muss irgendwann mal anfangen zu sortieren, mit anderen Worten. So, hier, jetzt tue ich mir da unten mal ein bisschen Wasser. Blablabla. Für ein unendliches Wasserloch. So, genau, da ist die Sonne. Alles okay. Jetzt fangen wir mal von hier an. So. Und so. Nächster Wassereimer. Dann sollten wir das gleich haben eigentlich. Hier nochmal. Und noch ein Wassereimer und dann haben wir es. Und dann machen wir hier die Reihe. Wie viel reicht denn das? Dann machen wir auf der Seite hier noch. Ich mach das jetzt mal kurz mit den Zäunen hier. Ist ja nicht schlimm. Und dann haben wir halt erstmal so ein bisschen in der Mitte wenigstens. Also ist ja nicht ganz so schlimm, sage ich jetzt mal. Dann lassen wir das hier aber noch weg, dann, ne? Also damit man da reinlaufen kann. Kann ich mir was abzapfen? Geht das? Ne, geht nicht. Aber hier aus der Mitte geht. Genau. So. Und so. Und so. Alles gut. Alles noch gut. Sehr gut. Dahin, dahin und dahin. Eins fehlt noch. Einmal muss ich noch abzapfen. So, jetzt haben wir schon mal das Wasser. Jetzt probieren wir mal die Holzhacke und die fünf Weizenkörner. Dann gucke ich mal, ob das hier alles funktioniert. So, die müssen leicht nass werden. So, alles gut. Wir müssen da ja nicht nur Weizen anpflanzen. Wir können ja da auch, was weiß ich, anpflanzen. So. Packen wir hier erstmal die fünf Weizen hin und warten mal, bis sie gewachsen sind. So, jetzt wollte ich das noch zu... Huch, jetzt bin ich da wieder aufgetreten. So, ich brauche Stufen, wollte ich machen. Genau, ich wollte was aus Stufen machen. Kann man denn, ist das, ja. Kurz und knapp. Und zwar, wenn man das hier so rüber macht, dann sieht das doch ein bisschen schöner aus. Finde ich, als wenn man jetzt... Ne, ihr wisst, was ich meine. Oh nein, das war blöd, aber... Hä? Wer ist da gerade gestorben? Das war wohl nicht das Schwein, oder? Das wird doch wohl nicht das Schwein gewesen sein. Dann hat das Schwein kein Schwein gehabt. So, jetzt finde ich, sieht das doch ein bisschen schöner aus. Dann sieht man halt das ganze Wasser nicht. Der Hase kann ja aber nicht rein, oder? Das macht nichts, wenn die aufs Feld laufen. Ich kenne mich da nicht so aus. So, jetzt haben wir also zum ersten Mal, oder was heißt zum ersten Mal, unsere allererste Weizenfarm. Und ich glaube, ich muss, glaube ich, jetzt schon anfangen zu sortieren. Es hilft leider nichts, es tut mir leid. Ich glaube, das mache ich aber offscreen. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, nicht, dass ihr euch wundert. Ich werde mal offscreen die ganzen Kisten sortieren, vielleicht ein bisschen woanders hinstellen, dass man hier dann einen perfekten Eingang hat, dass man... Moment, ich packe das jetzt hier erstmal alles rein.
Pass mal auf, so. Wollen wir gar nicht um heißen Brei rumreden. Packe ich das hier in mein Inventar. Dann packen wir die Kisten gleich mal woanders hin. Dann kann ich da nämlich noch eine Tür hin machen. So, dann können wir die Kisten mal abholzen hier. So, da haben wir nämlich so einen ganz kleinen Geheimraum. Ob das jetzt so geheim ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir dann hier eine Tür. So, eine Tür. Haben wir noch zufällig Holz mitgenommen im Inventar? Nein, natürlich nicht. Da können wir uns gleich mal die ganzen Sachen machen. Ganzen Sachen machen. So, einmal eine Druckplatte und schon haben wir es. Einmal eine Tür. Ein Kobbelstein. Einmal der Bruchstein. Einmal die Druckplatte. Perfekt. Und am besten von draußen. Genau, da mache ich am besten gar keine Druckplatte hin. Da lasse ich das so, weil wenn irgendwer reinkommen sollte. Ach, da ist schon ein bisschen gewachsen. Aber das muss jetzt erstmal. Das muss jetzt erstmal wachsen. Haben wir noch irgendwas dabei? Haben wir vielleicht eine Kartoffel? Können wir vielleicht Kartoffeln noch irgendwie mit anpflanzen? Kartoffeln haben wir nicht, ne? Ich bin jetzt blind. Muss jetzt mal Maulwurf spielen. Nein. Hier sonst im Inventar haben wir auch leider keine Kartoffel. Kartoffel, Kartoffel, Kartoffel. Nö. Wir hätten noch Zuckerrohr. Könnten wir noch nebenbei mit anpflanzen. Ich benutze einfach mal das Knochenmäher, um das zu beschleunigen. Den ersten Rutsch hier. Komm, den können wir mal ein bisschen beschleunigen. So. Zack, zack. Dann können wir das mal schon abmachen hier. Dann haben wir gleich mehr Weizen übrig. Mehr Weizen. Das Weizen aus dem Meer. So. 2, 3, 4, 6. Mache ich einfach hier. So. Das Knochenmehl. Weißt du, bevor ich das Knochenmehl für sonst was benutze. So, jetzt haben wir gleich mal ein bisschen mehr als vorher. Wow, ein mehr. Aber dafür schon mal 8 Weizen. Daraus können wir uns schon mal ein bisschen Brot herstellen. Es wird mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und einen weiteren Erfolg. Ey, backe Brot. Erfolg erzielt, esse Brot. So, dann wie gesagt, werde ich die Kiste mal hier sortieren wahrscheinlich. Vielleicht auch so ein kleines Lager mal anbauen. Vielleicht hier unten oder so, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bekommt ihr es mit als erstes. Die Kisten sortiere ich, wie gesagt, ein bisschen um. Und ich habe gerade schon wieder übersteuert. Naja, ist auch egal. Wir sind angekommen in der Endcard. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Oben rechts geht's zur letzten Folge von Minecraft Hardlife. Unten rechts geht's. Ne, was habe ich jetzt gesagt? Achso, oben rechts. Ne, oben rechts natürlich zur letzten Folge. Unten rechts geht zu den restlichen Playlisten. Wenn ihr auch mal FIFA sehen wollt oder keine Ahnung, ein anderes Let's Play, was ich schon vor 2-3 Jahren mal Let's Played habe. Oder wenn euch der ganze Scheiß hier gefällt, lasst mich. Jetzt habe ich es wieder versaut. Einfach links unten auf Subscribe klicken, wenn ihr den Typen hier noch weiterhin hören wollt. Und dann haut rein, bis zum nächsten Part. Euer HSBP, mach's gut, ciao.